Grüß Gott, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und spreche in diesem Video über meine Erfahrungen mit Kindern, die mit mehreren Muttersprachen aufwachsen. Das menschliche Gehirn ist ein wahres Wunderwerk, das wissen Sie bestimmt. Erst recht in den ersten 5 Jahren sind seine Fähigkeiten gigantisch. Es ist in dieser Zeit in der Lage, mehrere Sprachen gleichzeitig zu lernen. Und das völlig automatisch und unbewusst, ohne dass Vokabellernen notwendig wäre. Einfach so durchs Hören der Sprache. Aber später, also ab dem 5., 6. Lebensjahr, verschwindet diese Automatik leider, sodass dann eine neue Sprache bewusst gelernt werden muss. Denken Sie einfach an Ihren Englischunterricht in der Schule und an das damit verbundene Büffeln und Pauken, was mehr oder weniger Spaß machte und mehr oder weniger erfolgreich war. Ich habe Patientenkinder, die in einer Großfamilie unter einem Dach aufwachsen, in denen 3 Sprachen gesprochen werden. Die Großeltern reden in ihrer türkischen und polnischen Muttersprache mit ihren Enkeln und die Eltern in Deutsch. Und so können diese Kinder problemlos 3 Sprachen verstehen und sprechen. Gehen diese Kinder dann regelmäßig in einen deutschen Kindergarten, so wird ihre Hauptmuttersprache automatisch Deutsch werden. Ein weiteres Beispiel. Bei den Klein- und Vorschulkindern der Flüchtlingsfamilien, mit denen ich in der Sprechstunde ja häufiger zu tun habe, fällt es besonders auf, wie schnell und leicht sie Deutsch lernen, wenn sie nur erst regelmäßig in den Kindergarten gehen. Lange vor ihren Eltern sprechen und verstehen sie bereits Deutsch, ohne dass sie einen Sprachkurs besuchen. Freilich hat alles 2 Seiten. Ein Kind, das mehrsprachig aufwächst, braucht meistens insgesamt etwas länger als ein einsprachiges Kind, bis es die deutsche Sprache grammatikalisch und vom Satzbau, aber auch bezüglich der Aussprache korrekt spricht. Für mich ist das für ein mehrsprachiges Kind eine physiologische, also normale Sprachentwicklungsverzögerung, die aber bis zur Einschulung meistens aufgeholt ist. Und noch ein Hinweis, den ich von befreundeten Lehrern bekommen habe: Mehrsprachige Kinder haben offensichtlich nicht automatisch sehr gute Noten in der für sie 2. Muttersprache. Zwar können sie bei Gesprächen und Diskussionen natürlich brillieren, aber in der Schriftsprache hapert es wohl genauso wie bei den Mitschülern, wenn die Grammatik nicht richtig gelernt und gepaukt wird. Ich werde manchmal von Eltern gefragt, ob es sinnvoll ist, wenn sie neben der deutschen Muttersprache mit ihren Kindern auch zum Beispiel Englisch sprechen. Dies empfehle ich nur, wenn die Eltern diese Sprache völlig akzentfrei sprechen können. Eine wichtige Regel sollte aber grundsätzlich bei einer mehrsprachigen Erziehung beachtet werden: bei einem Gespräch mit dem Kind immer konstant in der jeweiligen Sprache bleiben und nicht die Sprachen mischen. Jedenfalls finde ich es faszinierend, was die kleinen Menschen für angeborene Fähigkeiten haben, was das Sprachlernen angeht, aber natürlich nicht nur das. Und ich finde es immer toll, wenn sie mit einer 2. Muttersprache oder sogar mehr aufwachsen dürfen, ohne sich dabei extra anstrengen zu müssen.